Da der Modus für die Einreichungen von OSGEODAY-Beiträgen für die AGIT 2020 nicht ganz klar ist, möchte ich eine kurze Übersicht darüber geben, wie man das machen kann. Zunächst müssen wir auf die Homepage der AGIT gehen. Diese findet sich unter agit.at. Dort gibt es den Menüpunkt Präsentieren und Einreichen. Dort wählen wir den Untermenüpunkt aus, namens Fachpräsentation, da müssen wir auf Zum Überblick klicken. Dort finden wir den Link zum Conf-Tool. Das ist das Tool, wo man Einreichungen vornimmt. Unter Anmelden und Beitrag einreichen kann man erstmals einen Account anlegen. Ich habe bereits einen angelegt, deswegen logge ich mich mit diesem Account ein. Hier kann man unter Ihre Einreichungen neue Einreichungen vornehmen oder alte ansehen. Die OSGEO-Einreichungen finden sich unter AGIT Fachpräsentationen. Daher müssen wir darauf klicken. Hier können wir die Autoren eintragen, welche Organisation wir angehören und unter Themen, AGIT Themenschwerpunkte, findet sich ganz unten das Häkchen OSGEO. Das muss man anklicken, damit man im OSGEODAY landet. Weiter unten hat man noch die Möglichkeit, unter Anmerkungen zum Beitrag irgendwelche Anmerkungen an das Programmkomitee weiterzugeben. Damit ich selber eine Übersicht über die Einreichungen erhalte, wäre es vorteilhaft, wenn die Einreichungen auch noch im FOSGIS-Wiki hinterlegt werden würden. Das findet sich unter www.foskis.de/wiki. Dort einfach nach AGIT 2020 suchen und man landet auf der FOSGIS-Wiki-Seite zur AGIT 2020. Dort sind bereits unter Liste der Vorträge einige geplante Einreichungen vorgesehen. Um seine eigene Einreichung dort oder nur als Platzhalter dort einzutragen, muss man sich entweder mit einem bestehenden Account anmelden oder ein Benutzerkonto erstellen. Ich logge mich bereits mit meinem bestehenden Account ein, das ist das Login zum FOSGIS Wiki, und kann dort unter Bearbeiten im jeweiligen Abschnitt einen neuen Eintrag hinzufügen. In dem Fall bedeutet ein Sternchen, dass ein neuer Menüeintrag erzeugt wird. Sternchen, ein neuer Vortrag. Etwas weiter unten muss man eine Capture-Frage beantworten, um Spam zu vermeiden. In diesem Fall steht, gibt die Zahl 7 als Ziffer ein, 7, und man kann die Änderungen speichern. Wenn man diesen Schritt jetzt nicht vornimmt, ist das keine Tragik, es funktioniert auch ohne, aber es erleichtert die Organisation etwas. Ich hoffe, diese Erklärung war verständlich und ich freue mich auf interessante Einreichungen für den OSGEODAY auf der AGIT 2020. Und nicht vergessen, auch ohne Beitragseinreichung ist eine Mitarbeit am OSGEO-Stand oder dem OpenStreetMap-Stand gerne gesehen und äußerst spannend.